Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Heute werde ich auf jeden Fall mit Clan-Membern von mir und es sind auch alle außer Asa, die richtig krassen Creators sind dabei, ein 1v1-Turnier machen und das Ganze wird so ablaufen, dass ich mir einfach aussuche. Jeweils immer zwei Leute, die 1v1 machen, die machen 1v1, der Gewinner kommt eine Runde weiter und der am Ende gewinnt, der wird unten verlinkt, die anderen werden nicht verlinkt, liebe Freunde. Und der gewinnt, müsst ihr auf jeden Fall alle ein Abo da lassen, wenn ihr dem kein Abo da lasst, keine Ahnung, ist halt ehrenlos von euch, ne? Ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, liebe Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal da. Ich bin gehypt auf das 1 gegen 1 Turnier. Ich spiele auch mit jetzt. Am Anfang, ich spiele die erste Runde mit. Ich werde zu 99% eh verlieren, weil ich bin gerade erst online gekommen. Ich bin auf jeden Fall krass gehypt. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Ich habe schon so ein, zwei Favoriten. Das werde ich jetzt natürlich nicht sagen. Ich will den anderen natürlich nicht die Motivation nehmen, ne? Ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, wir reden nicht so viel. Viel Spaß mit dem Video. Es geht immer Best of 3. Also, ich spiele 3 Runden. Jeder spielt immer 3 Runden. Die erste Runde ist ich jetzt gegen Kapi. Und auf geht's, komm. Ja. Eins zu eins, liebe Freunde. Oh, ich möchte nicht wieder mal weiterkommen beim eigenen Turnier. Das wäre ja ein bisschen cringe. Scheiße, das reicht, das reicht. Also wenn ich jetzt nicht komplett volles Rohr tot bin. Ich hab daneben geschossen. Daneben geschossen. Hätte ich nicht daneben geschossen, hätte tot sein können. 2-1 für ihn. Okay, ich würde sagen, erst schon mal eine Runde weiter. Und jetzt spielt... Okay, Jungs, als nächstes spielt jetzt auf jeden Fall Syntex gegen Beluca. Also nach dem einen Fight werden Realistics gespielt. Oder wollte ich ja schon Realistics spielen, habt eh noch beide 200 HP. Okay, dann halt nicht. Okay, Luca jetzt hier. High Ground hat dem guten Syntex schon einen Hit gegeben. Und Syntex ist dead. Also 1-0 für Luca, aber es geht nur, also es geht jetzt nur, wenn Luca jetzt nochmal gewinnt, dann ist Luca weiter, ne? Mal gucken, wie die das jetzt ausspielen können. Oder ausspielen werden. Luca geht hier ganz matchspannend in die Sache rein. Hat 1000 Mets immer noch. Syntex wird wahrscheinlich aber auch nicht viel weniger haben. Wow, 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 okay, okay, was sehe ich hier? Wir gucken mal kurz ein bisschen... Oh, Luca bekommt hier den ersten Hit. Syntex bekommt hier... Okay, 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 okay. Luca probiert jetzt sein Bestes. Und bekommt den ersten Hit. Das darfst du jetzt nicht verlieren. Das darfst du jetzt nicht verlieren. Das wird peinlich, wenn er das verliert. Und damit ist Luca weiter. Damit ist Luca in der nächsten Runde. Digga, der hat sich ja durchgemogelt wie... Keine Ahnung, Digga. Mowgli mit den wilden Giraffen früher im Urwald. Jetzt, Jungs. Mauzi, der neue Creed-Jüngling. Aber morgen werden neue Leute announced. Gegen Fleno. Oho, nur du hast auf der Mauzi. Aber Fleno, ich verliebe nicht, komm. Oh, Fleno kommt hier schön weg. Fleno wird gebullied. Mauzi schießt daneben. Mauzi schießt wieder daneben. Was sehe ich hier? Fleno wird, also, okay, okay. Das Ding ist, Jungs, ich kann euch ganz, ganz sicher sagen, das ist noch nicht das Heftigste, was wir jetzt hier sehen werden. Also, es sind noch Leute, die haben auch um einiges krassere Mechanics. Ob Mauzi gegen die Leute mit den Mechanics gewinnen wird, weil sein Gehirn größer ist, kann gut sein. Fleno wird so... Oh, 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 Fleno mit dem Comeback! Fleno mit dem Comeback! Was sehe ich hier? Und Mauzi mit dem Comeback. Damit ist Fleno raus. Also, als nächstes würde ich dann sagen, Azik gegen Hyton. Azik misst hier eigentlich alles. Ja, Azik hat einfach kurz alles gemisst, glaube ich. Relativ. Oh, 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 das hätte ein Clip werden können. Ich sag's euch, wie es ist. Junge, was ist so spannend? Was passiert hier? Oh, Boxer gefischt. Oh, oh, oh. Okay, die müssen jetzt beide ihre Mets ausspielen. Oh, okay, der andere. Okay, okay. What the fuck? Jetzt ist gleich ein 1 gegen 1. Also 1-1. 1-1. Ihr wisst, was ich meine. Und da ist das 1-1.
Was? Also ein HP hat aber noch genug Metz. Nur ein Hit ist halt, ne? Keine Ahnung. Ein Hit vom Gegner, egal mit was, er kann den Pickaxen vom Ding her. Also, was laber ich, Digga? Er hat noch 50 Stuhl. Scheiße, ich bin dumm. Er wird gebullied, Chat. Und damit hat Hyton hier die Runden gewonnen. Der andere ist schon direkt geragequittet. Perfekt. Okay, Jungs, wir gucken jetzt Abolos zu. Abolos hat auf jeden Fall, da müssen wir nicht drüber reden, die besten Mechanics im Plan. Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er eingespielt ist und keine Ahnung was. Aber er hat eigentlich noch nie... Also er hat, aus meinem Plan hat er noch, glaube ich, noch gegen keinen Realistics verloren. Wenn das jetzt das erste Mal für ihn ist, dass er Realistics verliert, ist er, glaube ich, anders sauer. Oh, und ein Schuh für Avalos. Der Einzige, der heute irgendwie Avalos hätte gefährlich werden können von den Mechanics her, ist Azza und der kann euch heute einfach nicht mitspielen. Ja, der meinte, das ist nicht warm. Okay, okay. Ich bin mal gespannt, wie er spielt. Ja, da hat Avalos sein Soft-Aim rausgeholt und damit ist Avalos auch eine Runde weiter. Ja, Syntax spielt das jetzt clean runter. Der will hier weiterkommen. Man merkt, Syntax hat den Willen. Wie laut sind überhaupt die Ingame-Sounds? Snipes! Danke für den Gift des Sub an SkyFNR. Ja, Flino, er hat nur einen bekommen, weil er Ding ist. Er hat nur einen bekommen, weil er verletzt war. Er konnte es auch proven, dass er verletzt war. Ja, GG. Damit geht Syntax 2-0 in Führung. Und wenn er jetzt nochmal gewinnt. Okay, wenn Syntax das jetzt gewinnt, Leute, dann hat Syntax overall gewonnen. Okay, aber ich komme. Kapi! Nee, das wird zu viel, Oh mein Gott, er will Pickaxen, Kapi überlebt mit einem AP. Also du hast auch kranke Mechanics, nicht falsch verstehen, du hast viel besser als ich, aber ja. Hä? Syntax fällt runter, Syntax hat keine Metz mehr. Und damit ist es ein 2-2, weil Syntax den Pickaxen wollte. Syntax hätte das Ganze schon längst beenden können. Hat aber noch auf jeden Fall mehr Leben. Ja, Syntax gewinnt das. Außer Syntax will jetzt wieder Pickaxen. Aber wenn Kapi das noch gewinnt, dann... Keine Ahnung, 10 Euro. Ja, okay, gut. Weiter ist Mauzi, Benluca, Hyton, Avalos, Syntax und Kapi ist jetzt leider raus. Tut mir jetzt ein bisschen leid für Kapi. Ich würde sagen, es macht als erstes Luca gegen Mauzi. Wie gesagt, den Jungen, von dem ich denken würde, dass er heute hier Erster oder Zweiter werden könnte, der spielt heute leider nicht mit. Aber Avalos, von dem denke ich genau dasselbe. Mauzi ist halt krass auch, ne? Scheiße. Mauzi gibt halt instant 150. Das Ding ist halt, Mauzi hat halt schon 200 Schaden. Airboxt ihn, Digga, count ihn. Was? Das weiß ich nicht, alles so krass ist. Also das war jetzt nicht komplett krass, aber es war halt richtig clean ausgespielt. Mauzi! Junge, die Katze muss gezähmt werden, krank. Syntax müsste jetzt gegen Avalos und gegen Hyton gewinnen, um weiter zu sein. Okay, Jungs, ich sag schon, wie es ist. Sollte Hyton irgendwie heute das Clan-Turnier gewinnen, bekommt er 10 Euro von mir oben drauf. Hyton jetzt weggepumpt wird. Um wie viel geht's? Geht um gar nichts, Digga. What the fuck? Digga, Hyton ist halt. Hat halt krankes Controller, ey. Es kann halt sein, dass Hyton das jetzt tatsächlich gewinnt. Und Hyton ist tot. Er hat keine Metz. Ja, er hat das verloren. Syntax ist nicht weiter, sobald er jetzt gegen Hyton gewonnen hat. Syntax muss danach noch gegen Avalos gewinnen. Okay, wir gucken jetzt zu Syntax zu. Er nimmt das Ganze ein bisschen ernst. Macht auch Sinn. Oh mein Gott, Digga. Okay, Leute, wir gucken jetzt Syntax gegen Avalos zu. Avalos hat noch nie, wie er gesagt, Realistics gegen jemanden aus meinem Clan verloren. Das wäre jetzt das erste Mal. Ich glaube, ihr kennt ja schon vieles von ihm, aber ich glaube, heute ist er nicht in seiner Bestform. Drückt ihm hier aber trotzdem einen 100er. Und gibt den Hit. Vielleicht ist er doch in seiner Bestform, wer weiß. Ne, Syntax war nicht da. Er war nicht da. Wie Avalos sein Vater. Deswegen spielt Avalos auch so viel Fortnite. Oh, er misst den Shot. Das war ein Spaß übrigens. Avalos hat einen Vater und seine Familie liebt ihn. Also Jungs, Avalos muss jetzt hier 2 Wins holen, um weiterzukommen. Und Syntax muss hier nur noch einen holen. Zerstören. Weil dein Ruf kaputt geht, nicht meiner. Nee, weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. Hauptsache, Alessio geht's gut. Avalos schießt daneben und ist tot. Alter, der wird hier einfach zu Null gezogen. Wenn Avalos jetzt einmal noch gewinnt, dann ist Avalos weiter. Syntax macht als erstes ein Comeback, Digga. Sowas haben wir das letzte Mal gesehen, keine Ahnung, als mein Vater zurückgekommen ist. Und alle haben sich gefreut, wenn mein Vater so lange Milch holen war. Und jetzt macht Avalos hier so ein Comeback. Scheiße, das ist viel zu spannend. Ich sag's euch, das ist viel zu spannend. Das darf noch nicht so spannend sein. Nein. Oh mein Gott, Digga. Avalos ist jetzt im Finale gegen Mauzi. Er hätte niemals gedacht, dass
Mauzi so weit kommt. Weil Mauzi hat sich hier echt krass bewiesen. Ich sag's euch, wie es ist. Er gibt mir aus dem No-Count einen 136er. Hä? Was hat Mauzi für ihn? Mauzi hat einfach mehr Damage gemacht als Avados. Und Avados mit dem Comeback. Oh Gott, was sehe ich hier? Was schaue ich mir an? Mauzi 10 AP. Mauzi 10 AP. Er muss trotzdem Avados. Okay, Avados 1-0. Okay, wir gucken jetzt Avados. Wir werden jetzt hier keine krassen Clips sehen, weil es ist halt einfach ein guter Gegner. Bis jetzt kein Problem. Man muss aufpassen, dass er nicht wieder eine 140er Stelle kassiert. Den hat er leider gemisst. Mauzi dead? Das ist 2-0 für Avados. Das kann jetzt hier nicht mit dem 3-0 ausgehen. Avados macht mal Edit Flex, Dankeschön. Einfach so richtig diesen runter, dieses Runterhielchen. Ja, oh, ja, wichtig, wichtig. Aha, okay, okay, super, super, super. Okay, nur du, nur du, nur du. Nur Avados, Jungs. Boah, er misst hier. Ja, was macht er? Oh mein, er hat den fast geklippt. Er hat fast Mauzi geklippt. Nein, er spielt natürlich nicht Mobile, Jungs. Das war ein Joke. Mauzi mit dem Comeback. Mauzi mit dem Comeback, aber das hat keinen Bock mehr. Mauzi hat auch, glaube ich, auch keinen Match mehr. Ne, was sehe ich hier? Und Mauzi fällt runter mit 0 Mets. Avados gewinnt das Turnier. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal da. Tragt gerne meinen Creator-Code Shanti ein. Ganz wichtig, Avados hat gewonnen. Checkt Avados aus. Haut rein, wir sehen uns im nächsten Video und...